Dieses Googeln. So. Ganz richtig. Nur ein toter Zauberer ist ein guter Zauberer. Renrock hat das kapiert. Ihn in dieser Hinsicht zu unterstützen. Wie wär's mit gar keinem Krieg? Das wäre mir am liebsten. Der da drüben sieht mich. Warum sieht mich denn hier keiner? Was war das? Ich hab das Gefühl, ich bin nicht allein. Ach, da war sicher? Nee, da ist nix. Ich hab die gerade einfach so nacheinander. Wie hat das denn jetzt funktioniert? Manchmal verstehe ich nicht so ganz, wie das Schleichen hier funktioniert. Aber ich nehme es gerne. Ich habe da kein Problem mit. Dich nehme ich auch noch gern mit. Dann haben wir jetzt einfach alle. Sebastian, warte. Warten. Worauf? Wieso bist du plötzlich so zaghaft? Hör zu. Ich weiß, dass du wütend und frustriert bist. Aber jetzt vorzupreschen könnte alles zunichte machen. Lodgok meinte... Ach, dein Koboldfreund. Ach, hör schon auf. Nicht alle Kobolde sind wie Renrock. Ich bin nicht deine Feindin. Wir wollen dasselbe. Antworten finden. Ich dachte auch, wir hätten dasselbe Ziel. Haben wir auch. Hör zu. Lodgok weiß viel mehr über Renrock als wir. Er meinte, dass Renrock offenbar von den Hütern weiß und nach allem sucht, was mit ihnen in Verbindung steht. Darum scheinen sie uns immer einen Schritt voraus zu sein. Ich weiß, was ich tue. Du musst mir vertrauen. Sonst können wir nicht gemeinsam weitermachen. Ja, schon gut. Tut mir leid. Meine Gefühle überwältigen mich wohl. Schon seit einer ganzen Weile. Ich vertraue dir wirklich. Und ohne dich kann ich Anne nicht helfen. Gut. Renrock weiß eindeutig mehr, als wir dachten. Wir müssen vorsichtig sein. Wir dürfen nicht einfach losstürmen. Wir haben viel Arbeit vor uns. Wir müssen zusammenarbeiten, wenn wir das letzte Stück des Triptychons finden wollen. In Ordnung. Mama, du hast dich jetzt wieder gefangen. Du bist nicht mehr so bitchy. Ist ja schrecklich. Geh auf in ein Höhlensystem. So weit, so gut. Charmant. Wo wieder Spinnen und Rebellion. Kobolde auf uns warten. Ja. Passend. Ja, Alter! Was war da? Warte mal kurz. Ich lösche mal Bombarde raus und mache Incendio. Incendio ist bei Spinnen ein bisschen besser. Ich mache vielleicht nicht Bombarda, sondern Confringo. Das war der Zauber, den ich eigentlich meinte. Da. Ein bisschen Hornklumpsaft hier. Ein bisschen Hornklumpsaft da. Die haben einfach nur geschrien. Juha. Alter. Da, Kiste. Da, Kiste. Habt ihr schon gemerkt, wie gut ich mittlerweile mit der Tatsache Spinnen umgehen kann? Aua. Nee, Levioso wollte ich eigentlich gerade gar nicht. Du hältst sie ganz toll in Schacht, mein Freund. Hua. Aua. Aua. Nee, ich würde gern. Ach, die kann ich nicht. Natürlich nicht. Aua.
Warum kann ich die denn nicht? Ich würde die gern. Nochmal. Und jetzt speise ich einen Stein nach dir. So wie es gehört. Die fixt noch eins. Aua. Ich brauche eindeutig mehr Tränke. Ah! Bra. Wie widerlich ihr seid. Dankeschön. Aua, 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 aua. Es ist die Spinne da vor mir. Und ich kann nicht raus. Und ich will doch nur hier weg, weil die Spinnen hier widerlich sind. Hä? Das ist ein Mistviech. Ich wollte sie nicht herholen. Da, schieß! Ich hätte auf L2 gedrückt und macht nichts. Bah. Ich brauche ganz dringend Tränke. Hätte ich vielleicht holen sollen, als ich oben war im... im Raum der Wünsche, ne? Selbst fast nicht besser gekonnt. Wo geht's denn da unten hin? Frag für einen Freund. Geht's da schon weiter? Stellt aus, sie wollen uns unbedingt verspeisen. Wir wären sicher schmackhafter als Koboldessen. Ich gehe mal da rechts lang. Weil vielleicht sind da Kisten. Ja, da ist eine Kiste. Einmal bitte anzünden. So. Ein Stoß und die Truhe wäre abgestürzt. Oh, mindestens 3 Schubser, denke ich. Vor allem ein Schritt und du würdest da einfach runterfallen. Gnadenlos. So. Warum ist eigentlich in den Spinnen immer... Ach Quatsch. Warum ist in den Spinnen immer Höhlen? Warum ist in den Höhlen eigentlich immer Spinnen? Können wir nicht einfach den Schmetterlingen folgen? Wie ist ich? Na komm wieder her. Die ist hinter mir. Aua. Oh scheiße. Nicht runterfallen. Mal kurz hier woanders hin. Da Kiste noch mit drauf. Da. Immer schön drauf. Gut, dass ich ausgewichen bin. Das war gerade eigentlich nur aus Versehen. Ein Verdrückerchen. Okay, die haben wir auch weg. Moin. Da. Das wäre mal ganz praktisch, wenn du öfter Zaubersprüche wirken könntest. Nervige kleine Biester, nicht wahr? Du... Ich bräuchte Tränke. Aber nur so ein paar. Wenn es dir nichts ausmacht. Eine Treppe hierher? Wozu das denn? Dippdarmblätter? Hier war schon ewig niemand mehr. Hier ist es vor allem auch wieder schön auf einmal. Oh. 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 Hm. Da hängen Tote. Mama, ich kann Tote hängen sehen.
Ach du Scheiße. Da war gerade irgendwas und ich hab's nicht gesehen. Oh mein Gott. Sieh dir das an. Nicht wirklich mein Stil. Zu übertrieben, wenn du mich fragst. Einfach Sachen auf sie schmeißen. Wird schon. Da ist ja eine. Und zack. Die ist dead. Huch. So, warum schmeißt du sie denn zu mir? Dann nochmal. Scheiße. Aua. Aua. Jetzt hör doch auf, Alter. Leck mich. Da. Oh, wow. Das ist auch mal was Neues. Uah. Fuck. Fuck, 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 fuck. Wo kommen die denn überall her, Alter? Da, guck mal. Immer schön draufhauen. Immer schön draufhauen. Ih, du bist eine neue. Uah. Immer schön drauf. Da kommt eine durch den Boden. Da ist eine tot. Uah. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Bam, bam. Bam, 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 bam. Entschuldigung. Das sieht ganz schrecklich anhören mit den neuen Mikrofoneinstellungen. Aua. Hi, moin. Ich will das nur einsammeln kurz, ja? Mhm. Ui. Einmal durch. So. Wow. Okay, die eine ist auch endlich weg. Sebastian, alles klar mit dir? Schaffst du's? So, die haben wir auch weg. Aua. Keine von wo. Keine Ahnung, von wo die schießt, da oben. Hui! Da oben noch. Uah. Uah. Okay, die Spinnen sind echt hartnäckig. Jetzt hast du die da wieder hingeschickt. Zack. Haben wir sie jetzt dann? So. Ja, warte, wir müssen die. Da, jetzt. Ich hab dich erwischt. Kleines Mistvieh. Vielleicht sollten wir nach Ruhm suchen. Revelio. Das waren viele Spinnen. Solche Runen haben wir doch schon mal gesehen. Ja, ja, ich weiß auch, was wir machen müssen, aber jetzt lass mich doch hier mal kurz. Ist das Glück oder Instinkt? Die Truhen hier holen. Ah. Und da kamen wir. Was haben wir hier? Kleine Scheißspinnen. Geht weg. So. Ein Zylinder.
So, was haben wir da noch? Dipdam. Dipdam kann ich immer gebrauchen. Habe ich jetzt alles? Ne, da drüben liegt noch was. Ich habe auch da hinten was vergessen. Ist okay. So. Also. Einmal. Zweimal. Ach, scheiße. Ich vermute, wir brauchen alle drei Runensymbole. Nein, echt? Okay, die ist sauschnell. So. Endlich können wir hier raus. Ach so, lol. Okay, das da hinten war ja wirklich sau langsam. Ich glaube nicht, dass wir hier raus können. Wir haben einfach nur einen Schritt weiter geschafft. Huch! Mir ist ein Durchbruch geglückt. Die Fähigkeiten, die ich mit meinem Lehren verfeinert habe und die mir geholfen haben, sich schöne Säulen zu beschweren, werden in der delikaten Angelegenheit, der ich mich nun widmen werde, noch viel mehr vonnöten sein. Es fühlt sich etwa so an, als würde ich eine Erinnerung entfernen, aber der magische Vorgang ist ein völlig anderer. Als ich auch das leiseste Flüstern des Schwarzen, des Schmerzes gleich über dem Herz aus meiner Brust zog, erschien ein dünner und flüchtiger Nebel, der sogleich begann, sich aufzulösen. Ich empfand eine Woge von Erleichterung, gerade so, als wüsste ich ganz genau, dass ich das Richtige tat. Nun frage ich mich, ob dieser Nebel nicht aufbewahrt werden könnte. Wenn wir Erinnerungen in einem Denkarium aufheben können, muss doch auch dieses Extrakt für genauere Untersuchungen aufbewahrt werden können. So eine Notiz von ihr. Ein Tagebucheintrag. Wir sollten nach weiteren suchen. Warum konnte sie ihre Einträge nicht an einem Ort verstauen? Oh Gott, danke. Ich habe wieder Tränke gekriegt, was allerdings auch nicht so gut ist, heißt. Weil wir rutschen jetzt da runter und dann kommen wir nicht mehr hoch und hier kommt wieder ein Gegner. Ja, ein Troll, natürlich. Warum so aggro, Alter? Ach, bruh. Ja, Spinnen natürlich auch noch. Aua. Der Troll ist mein größeres Problem. Da. Entschuldigung. Okay, vielleicht mache ich auch erst die Spinnen, wie es aussieht. So. Warte. Ich hole hier kurz mein Zeug. Aua. Mann, dann halt tot. Alter. Warum werden denn das immer mehr Spinnen, Alter? Ist da irgendwo ein Nest oder so, das ich töten muss? Was machst du jetzt hier? So, immer schön eins nach dem anderen und dich nicht treffen lassen eigentlich. Ich bin ausgewichen! Mann! Ich hab da so meine Probleme. Und das ist gut, wenn sie brennen. Weil vielleicht... Scheiße, Mistding von Spinne. Aua. So, wow! Aua. Scheiße.
Da, warte mal. So. Ich muss mich kurz bisschen konzentrieren. Wow. Kann ich jetzt schon? Nee. Wow. Hallo. Kann ich jetzt? Schau mal, Kiste. Ich glaube, du hast sie gut genug gesehen. Sorry, Sebastian. Hi, Bro. Mann, ich wollte den mit seinem scheiß Ding treffen. Uah, fuck. Bro, Levioso funktioniert nicht. Hast du das mittlerweile mitbekommen? Na toll. Wow. Viel braucht man nicht mehr. Oh, na also. Nichts bringt Freunde zusammen wie ein wütender Troll. Ich hätte gern auf den Troll verzichtet, muss ich ganz ehrlich sein. Aber das war klar. Wenn man, irgendwo runterrutscht, kommt so ein scheiß Fick-Troll. Da drüben ist irgendwas. Wenn wir das anzünden, dann dreht sich das um und dann haben wir da eine Kiste. Dieser Troll hat wirklich ein Chaos angerichtet. Überall Trümmer. So, okay. Überall Trümmer, aber das kriegen wir hin, weil wir sind genial und können Sachen reparieren. Reparo wäre so ein geiler Zauberspruch im echten Leben. Gerade wenn ich mir so meine kaputte Drachenfigur anschaue hinter mir. Die leider mitten in der Nacht runtergefallen ist. Und die ich immer noch ein bisschen hinter hin und her trauere. Es war eine solche Freude, meinem Vater nach all diesen Jahren zu helfen, seine Stimme wieder zu hören. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie sehr ich sie vermisst hatte. Ich muss gestehen, dass mich die Reaktion der Hüter überrascht hat. Ich hätte damit rechnen müssen. Wie können sie tatenlos dastehen und nichts tun, wenn doch so viel Gutes in ihrer Macht liegt? Wie kann Professor Rackham sich anmaßen, mir vorzuschreiben, was ich zu tun und zu lassen habe? Sie alle sind so unverfroren, über mein Werk zu urteilen, ohne wirklich begriffen zu haben, was ich da geschaffen habe. Ich habe jedoch noch eine Hoffnung. Die Schulleiterin scheint begriffen zu haben, was ich tue. Wenn die Zeit reif ist, will ich zu ihr gehen. Vielleicht ist sie fähig und gewillt, mir zu helfen. Bis ich jedoch sicher bin, muss ich meine Arbeit allein fortführen. Wenigstens für den Moment. Aber ich werde jemanden finden, der mir hilft. Ich werde jemanden finden, der die Gabe, die mir gewährt wurde, ebenso versteht, wie meine Pflicht, sie anzuwenden. Für den Augenblick will ich sicher verwahren, was ich gelernt habe. Eines Tages werde ich sie mit anderen, die wie ich sind, teilen können. Hast du was gefunden? Einen Dachschaden. Isidora war hier. Isidora hat einen Dachschaden. So schaut's aus. Wo ist denn... Komm mit. Da. Und dann... So. Dass du da nicht selber drauf gekommen bist.
Bin ein bisschen enttäuscht von dir, Sebastian. Oh, ich höre es schon wieder krabbeln. Nach all den Stufen bin ich ganz schön außer Atem, aber dieser Anblick war es wert. Warum? Du siehst actually nichts. Oh, ich habe wieder so viele Spinnen. Noch eine Barriere. Wir können sie bestimmt durchbrechen. Will ich das? Okay, ich fühle, wie meine Fähigkeiten von Tag zu Tag wachsen. Nie habe ich ein stärkeres Gefühl von Sinnhaftigkeit verspürt. Ich weiß, dass ich dazu bestimmt bin, das zu tun, was ich gerade tue. Die Zahl der Seelen, deren Leid ich lindern konnte, nimmt täglich zu. So viel Schmerz. Ich habe auch erkannt, dass die Magie selbst in gewisser Weise bestätigt, dass ich das Richtige tue. Jedes Mal, wenn ich auch nur einen Hauch von diesem Nebel einatme, spüre ich, wie ich mächtiger werde. Es ist, als würde ich für meinen Mut belohnt, der dafür, dass ich diese Magie für den Zweck verwende, für den sie bestimmt ist. Ich fürchte jedoch, dass ich einen Weg finden muss, zu lagern, was ich in diesem Moment nicht nutzen kann. Ich verstehe seine Macht auch nicht vollkommen und will nichts dem Zufall überlassen. Ich habe eine Idee. Sie ist nicht so ein Risiko, aber ich glaube, dieses Risiko ist es wert. Ich glaube, dieses Risiko hat sie umgebracht. Dieser Tagebucheintrag klingt beunruhigend. Oh. Sackgasse sein. Über uns muss noch eine Ebene sein. Ja, Bro. Wie wär's hiermit? Ich hätte es selbst fast nicht besser gekonnt. So, wir gehen hier mal weiter. Dieser Ort kann nicht nur Isidora gehört haben. Aber das Triptychon führte uns her. Ich mag langsam dieses Triptychon nicht mehr. Das führt uns zu lauter Scheißorten, möchte ich mal kurz anmerken. Das voll ist mit irgendwelchen Spinnen. Eigentlich müsste ich jetzt schon fließend runisch können. So, da ist eins, da hinten ist eins. Was ist das dritte? Da! Du Scheiße. Und zack. Hervorragend. Isidora muss hier mit alter Magie geübt haben. 7 von 7. Wie konnte ich mich nur so täuschen? Die Schulleiterin weigert sich, mir zu helfen. Ich habe versucht, es ihr zu erklären, aber sie ist ebenso wie die anderen blind für die Möglichkeiten, die sich in dem verbergen, was ich tue. Ich habe nun erkannt, dass ich mich nur auf mich selbst verlassen kann. Aber heute bin ich eine mächtigere Hexe als je zuvor. Das habe ich der Arbeit, die ich getan habe, zu verdanken. Ich werde nicht zulassen, dass das Potenzial meiner Magie ungenutzt bleibt, wie die Hüter es verlangen. Ich gebe zu, dass ich manchmal zweifle, ob ich je in meinem Leben jemanden finden werde, mit dem ich dieses große Werk teilen kann. Falls nicht, werde ich Trost in der Tatsache suchen, dass ich ihnen einen Pfad geebnet habe, den sie nach mir folgen können. Einen Pfad, von dem sie lernen können. Vielleicht gelingt es ihnen, zu verbringen, was ich nicht kann, die ganze Welt heilen. Oder unterwerfen. Die Erinnerungen, die ich sah, zeigten, dass die Hüter und Isidora bezüglich der Nutzung alter Magie uneinig waren. Könntest du nur ihre Erinnerungen sehen? Ach, da ist ein Spiegel nach draußen. Okay. Aber da oben liegt auch noch was. Habe ich von unten gesehen. Da. Das letzte Stück für das Triptychon. Wir haben es geschafft. Hätte Isidora all das nur offenbaren können. Die Erinnerungen, die ich sah, zeigten, dass die Hüter und Isidora bezüglich der Nutzung alter Magie uneinig waren. Aber ich verstehe nicht, warum sie sich so viel Mühe gegeben hat, ihre Geschichte ohne deren Wissen zu erzählen. Könntest du nur ihre Erinnerungen sehen? Das wünschte ich auch. Das Gespräch hatten wir doch gerade. Wenn wir das Triptychon vollenden, sehen wir vielleicht mehr. So, wir gehen jetzt erstmal wieder in die Krypta. Gott sei Dank muss ich da nicht wieder durch, ey. So, wir beenden jetzt das Triptychon. Das Triptychon auf diese Reise geschickt. Das ist das. Spann mich nicht auf die Folter. Na los, mach schon.